Ein herzliches Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. In diesem kleinen Video will ich dir die Neuerungen in Design Space erklären, die es mit dem Update 8.1.44 gegeben hat. Viel Spaß bei dem Video! Als erstes ist es so, hier oben siehst du schon, gibt es jetzt einen neuen Button, nämlich Home, und wenn du auf Arbeitsbereich klickst, kommst du direkt in den Arbeitsbereich. Bei dem Home-Button hat sich hier einiges geändert. Hier kannst du quasi entdecken, wenn du da drauf klickst, dann kommst du hier eben zu diesem Modus, wo du auf der Startseite die fertigen Projekte findest, Schriftarten oder eben auch Lieblingsprojekte, je nach Saison. Weiter hier bei Meine Sachen findest du dann eben deine abgespeicherten Sachen. Hier siehst du meine eigenen Projekte oder die, die ich eben mit einem Lesezeichen gekennzeichnet habe. Das sind die Sachen, die ihr bei euren Lieblingsprojekten hier kennzeichnen könnt. Und es geht weiter eben hier nochmal mit Projekten, die eine Anleitung dabei haben oder eben alles. Wählen kannst du bzw. suchen kannst du hier auch immer. Ich suche jetzt mal bei Einhorn, das ist immer so ein Klassiker bei uns. Und hier siehst du, sind bei meinen eigenen Projekten, die ich hier abgespeichert habe, alle Projekte zu sehen, die ich mit dem Einhorn gekennzeichnet habe. Dann haben wir hier noch weiter eben Bilder, nach denen du, wenn du auf diesem Reiter bist, suchen kannst. Hier auch wieder diejenigen, die ich mit dem Lesezeichen markiert habe, die ich hochgeladen habe, oder eben alle meine Bilder, die ich hier gespeichert habe. Kollektionen, das sind eben die kleinen Unterordner, wo du Bilder immer wieder ablegen kannst und dir dann nochmal quasi wie so kleine Zuordnung zu den speziellen Bildern machen kannst. Wir gehen weiter runter. Hier kommst du zu Cricut Learn auf der linken Seite. Das ist die Plattform, in der du kostenfreie Videos findest oder auch Mini-Workshops von Cricut, gerade für die Anfänger super geeignet. Dann haben wir hier den Heat Guide. Das ist für alle interessant, die EasyPress 2 haben oder die Mini EasyPress oder die AutoPress. Eins weiter unten drunter kommst du zum Cricut Shop und kannst dann eben nach Herzenslust Materialien kaufen. Beziehungsweise hier unten ist jetzt auch nochmal eine Quick Tour für die neue Navigation, allerdings auf Englisch. Aber dafür hast du ja jetzt mich. Ich versuche dich so gut es geht durch das Programm zu leiten. Das war also die linke Seite, wenn du auf dem Home-Button bist, und so siehst du wieder eben die Übersichtsleiste. Wir gehen mal hier in den Arbeitsbereich, da hat sich eigentlich nichts großartig geändert. Dann schauen wir mal hier weiter nach rechts mit den drei Punkten. Da ist jetzt was Neues. Hier findest du unter diesen drei Punkten einmal jetzt Datei, neues Fenster. Das heißt, hier würde sich dann ein zweites neues Fenster für dich öffnen. Das war in der vorherigen Version noch etwas anders aufgegliedert. Dann haben wir unter den drei Punkten noch weiter eben erneut laden, erneutes Laden erzwingen oder den Vollbildmodus einschalten. Des Weiteren unten drunter findest du jetzt die Hilfe, und hier kommst du zu der Hilfeseite von Cricut, zu dem quasi Handbuch. Das findest du jetzt hier. Das sind eigentlich die wichtigsten. Auch wenn du die Mitgliederbetreuung kontaktieren möchtest, dann findest du das jetzt unter den drei Punkten in der Mitgliederbetreuung kontaktieren unter dem Hilfereiter. Hier siehst du unter der Glocke jetzt eben, wer dir folgt, welche neuen Projekte es gibt, wer deine Shirts zum Beispiel toll findet und so weiter und so fort. Neben meinem Namen oder beziehungsweise neben deinem Namen Profil gibt es jetzt eine Ausklappkarte. Hier findest du einmal dein eigenes Profil, das heißt die Community-Projekte, die du geteilt hast oder die du abonniert hast, die findest du jetzt alle hier. Weiteres ist noch wichtig, auch hier nochmal die Benachrichtigung, aber
einer, wie ich finde, sehr bedeutende neue Reiter. Das ist die Einstellungen. Da kannst du nämlich jetzt deine Einstellungen vornehmen und hier hat sich ein bisschen was geändert. Das heißt, hier natürlich dein Land oder eben auch die Sprache, in der du deinen Design Space haben möchtest. Cloud und Computer, das ist alles so geblieben, wie du deine Offline-Nutzung haben möchtest. Und die App-Empfehlung eben Beta oder Live. Ich bin immer hier in der Live-Version. Wenn es Fehler gibt, die kannst du jetzt hier reporten. Das heißt, wenn bei dir etwas nicht funktioniert, Bilder nicht laden gehen oder, dann nutze hier diesen Report-Issue-Knopf und gib deine Fehlermeldung an Cricut weiter. Dementsprechend schnell können sie das Ganze dann bearbeiten. Weiter unten hier siehst du nochmal, wann dein Abo verlängert wird, beziehungsweise kannst es hier auch verwalten und eben auch nach neuen Updates suchen und immer unten drunter dann die Neuheiten. Die sind dann hier nochmal aufgelistet, so wie jetzt auch hier. Bei den Maschinen, das ist ein neuer Reiter hier unter deinem quasi Profil, unter den Einstellungen. Hier kannst du neue Produkte dir einrichten bzw. Firmware aktualisieren. Die Maschinenkalibrierung, das ist extrem wichtig, je nachdem mit welchem Gerät du jetzt eben arbeitest, stell dir das hier ein, klick auf Start und dann kommst du zu den unterschiedlichen Kalibrierungen, die für die jeweiligen Geräte notwendig sind. Für deinen Cricut Joy benötigst du keine Kalibrierung, aber für die anderen Geräte. Solltest du den neuen Cricut Venture haben, dann kannst du hier die Maschinenpflege für deinen Venture durchführen. Auch hier findest du jetzt ganz neu die benutzerdefinierten Materialeinstellungen. Das heißt, hier kannst du eben für deine Materialien den Druck erhöhen oder verringern. Das zeige ich dir nochmal gerade. Und genau, das ist jetzt hier zu finden und das kannst du eben über die Bearbeiten-Button entweder hoch oder runter skalieren. Was haben wir noch? Schauen mal weiter in den Einstellungen. Also du siehst hier unter deinem Profilnamen in der Ausklappkarte findest du unter den Einstellungen eigentlich schon so das Wichtigste. Module verbinden, das sind physische Module mit deinem Cricut-Konto verbinden. Ich habe das noch nie gehabt. Das geht wahrscheinlich eher um die älteren Modelle. Im Arbeitsbereich, das ist geblieben, kannst du dir eben dein Raster oder dein Teilraster einstellen, je nachdem, was du haben möchtest. Größe, metrisch, Betriebsmodus, das ist auch noch ganz spannend, das will ich euch kurz zeigen. Dazu gehe ich mal in die Ansicht und zeige dir das mal anhand eines Bildes. Wir nehmen mal hier das erste Bild, das ist so ein bisschen Halloween, fügen das zum Arbeitsbereich hinzu. Wenn du hier was veränderst, nämlich im Betriebsmodus, den Button zum Beispiel sagst, du möchtest das mit dem Stift zeichnen, dann siehst du hier Zeichnen, Schneiden, Schneiden. Das ist die Einstellung eben, die du hier machen kannst, wenn du in dem Arbeitsbereich sagst, Betriebsmodus an. Wenn du sagst Nein, dann passiert Folgendes, siehst du, dann hast du hier nicht die Informationen, was mit der Datei bzw. mit dem Bild eben passiert, ob du zeichnest oder ob du es schneiden lässt. Das finde ich sehr wichtig, ich habe das an. Ladeart hier, es hat sich nichts geändert, eben hier kannst du einstellen, welche deine Ladeart dein Favorit quasi ist, ob du immer auf der Schneidematte oder ohne Schneidematte schneidest. Das kannst du hier quasi voreinstellen und dann hast du das, wenn du auf Herstellen klickst, in der Vorauswahl. Drucken, dann schneiden. Auch hier dein Favorit. Welche Größe hast du? Hast du ganz viel Cricut eigenes Material, was du zum Beispiel bedrucken lässt? Das ist häufig dann ein Letterformat oder eben ein DIN A4 Format. Und ganz rechts kannst du dich benachrichtigen lassen. Das sind dann eben hier die Dinge, die über das Glöckchen passieren und kannst eben einstellen, was dann erscheinen soll in deinem Bereich. Das sind so die wichtigsten Neuerungen zu dem
sag mal, neuen Layout von Design Space. Ich hoffe, das Video hat dir etwas geholfen und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit Design Space. Besuch mich gerne auf meiner Homepage www.powwow.eu und verpasse keine Neuigkeiten rund um Cricut. Bis dahin, eine gute Zeit. Ciao.